Ich weiß. Aber wenn man die Ärmel einfach raufstrickt, so dass man den Bizeps sehen kann, dann passt es eh wieder. So. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Pünktlich kurz vor Release, der am 4. November stattfindet, kommt jetzt endlich mal wieder ein Video auf dem Kanal. Er ist nicht tot, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Maximilian macht noch Videos, aber nur wenn es Richtung Promophase geht, logischerweise. Nein, Freunde, natürlich nicht, sondern ich habe in letzter Zeit jetzt nicht so viel geshoppt, aber nachdem auch lang kein Video mehr kam, hat sich da einiges gestaut. Es sind 4 Pakete, da unten steht auch noch was. Da sind ganz besondere Dinge dabei, wie zum Beispiel Sneakers um 1200 Euro oder so, die ausschauen, als wären sie eine Yacht oder ein Schiff, aber auf keinen Fall ein Schuh. Und ein paar besondere andere Pieces und die werden wir endlich mal wieder in einem Unboxing öffnen. Noch kurze Promo, 4. November, der offizielle Release von MM Insomnia um 19 Uhr. Es kommt ja aber alles noch auf dem Kanal, eine kurze Vorstellung der Pieces und auf Instagram, auf meiner Seite und auf MM Vienna habt ihr natürlich alle Infos wie Sizing, Größen, Reels. Deswegen folgt da auf alle Fälle rein. Jetzt nicht länger quatschen, wir schauen uns die Dinge an und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Spannendsten. Ich bin mega gespannt. Erstens, wie der fittet, zweitens, wie der überhaupt ausschaut, drittens, klingt weird, aber auf Cherry Fragrance, Jeremy Fragrance Vibe, wie er riecht, weil die Louis Vuitton Sneaker, das war richtig hochwertig. Das hat wie so ein Sportwagen gerochen. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit dem Sneaker ausschaut. Erst, ich krieg den Scheißdreck nicht auf, ich weiß nicht wie. Ja, ich reiß da jetzt einfach an, mir ist das wurscht. Ja, aber dann kann ich es nicht mehr zurückschicken. Tada! Balmain! So macht man es nicht auf. Boah! Okay, also eins kann ich schon mal sagen, die Schuhe. Ich weiß nicht, was da noch drinnen ist, aber das ist mega schwer. Ich würde schätzen, das hat safe 3 Kilo. So, wir machen da jetzt mal auf. Boah, sie riechen richtig hochwertig nach Leder. Wir haben einen Staubschutz dabei. Richtig. Riecht auch gut. Ein paar Schuhe kommt noch. Ich habe noch schwarze Uggs bestellt. Ugg Boots, aber die sind noch nicht da. Deswegen können wir es heute nicht unboxen. Jetzt schauen wir uns den Sneaker an. Ich bin schon so aufgeregt. Oha. Schaut schon wild aus. Die sind schwerer als die Triple S. Viel schwerer. Und wie riesig ist dieser Schuh? Oh mein Gott. Leute, schaut euch den mal an. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie schwer der ist. Meine vollgefüllte Wasserflasche ist nicht so schwer wie dieser Sneaker. Oh mein Gott. Das ist das Ding. Schaut auch, wie spitz der ist. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich sag's euch ganz ehrlich. Aber er schaut riesig aus. Er schaut, der ist 43, schaut aus wie 48. Das Besondere ist natürlich das Design. Also es schaut sehr futuristisch aus. Von dem Designer Safar gemacht. Dann nochmal mit diesen Bändern vorne. Und das ist aus Metall. So schaut das Ding im Close-Up aus. Hinten steht dann nochmal Balmain mit so einer Lasche. Da haben wir nochmal ein Gummi, sehe ich gerade. Das ist kein Stitching. Und hier so eine Neopren-Lasche. Ich werde die jetzt mal aufmachen, das Papier rausgeben und die mal anziehen. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, Leute. Let's give it a try. Die sind so riesig. Schaut mal meinen Kopf dagegen an. Leute, das ist doch nicht normal. Das schaut nicht aus wie Schuhe, sondern wie ein Kunstprojekt. Man fällt so nach vorne. Die sind so schwer. Und jetzt, schaut mal. Da kippt man irgendwie vor, weil die so schräg raufgehen. Aber irgendwie, sie sind halt fucking schwer. Wie so Skischuhe. Die schauen im Spiegel extrem wild aus. Also ich glaube, ich werde die auf jeden Fall behalten. Was sagt der Chat? 10 von 10, weil mal was anderes ist halt kein Daily Beater. Ja, safe. 9 von 10, finde ich ehrlich gesagt aber auch heftig. Kann aber echt nicht einmal sagen, warum. Ich fand die jetzt so beim Runterschauen, das schaut halt irgendwie nicht real aus. Aber im Spiegel von der Seite zu heftig. Das schaut so futuristisch und crazy aus. Ich werde auf jeden Fall behalten. Das waren die Balmain Safar Sneaker. Kommen wir zu den nächsten Sneakers. Die haben wir schon mal gezeigt, beziehungsweise ihr wart dabei, wo wir die live geshoppt haben. Die haben aber, wie gesagt, nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollten. Denn auch dieser Sneaker war ein absolut
absolutes Grail von mir und wurde von mir bei den besten Sneakers 2022, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann hier oben nochmal verlinkt, schon mal vorgestellt. Und da ist es, der Nike SB Mummy. Absolut crazy mit dieser Gamsohle, die leuchtet und diesen zerfetzten Nähten da überall. Ein Schuh in diesem leicht gräulichen, fast bläulichen Colorway. Absolut Legende. So ein unfassbar nicer Schuh mit so vielen Details wie diese Spinne, die da eingenäht ist, dann diesem giftgrünen Touch hinten und dann hier nochmal die Augen der Mumie. Ich weiß nicht, ob man die Augen jetzt hätte noch machen müssen. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber wenn die Hose drüber steckt, ist eh scheißegal. Da nochmal das klassische Mumienauge oder so und dieser nochmal bläulichere Swoosh. Ein Schuh, Endstufe vom Design her. Preislich, ich weiß nicht, wo wir aktuell preislich bei Größe 43 liegen, aber ich glaube, so über 1000 Euro sind wir da schon dabei. Was sagt ihr, Chat? 8 von 10, 9 von 10. Bro, ich bin so happy mit dem Sneaker. Es war echt so ein fettes Grail von mir. Ich freue mich direkt. Jetzt habe ich wieder Freude. So, die waren ein fettes Grail von mir. Die sind ein fettes Grail von mir. Cooles Unboxing. Ich freue mich. Ich freue mich schon, wenn ich die ersten Bilder damit hochlade. Kommen ja aktuell relativ wenig auf Instagram. Aber jetzt wird wieder mehr kommen. Vor allem mit den neuen M&M-Pieces wird es richtig wild. Deswegen am 4. November zuschlagen, damit wir da nochmal die Werbung drin haben. So, Leute, zwei Pakete haben wir noch. Von meinem Brudi Sora haben wir, ich glaube vor allen anderen, den neuen Vessage Strickhoodie bekommen. Bin schon sehr gespannt, wie der ausschaut. Grüße an Soran, vielen, vielen lieben Dank dir. Da ist er drinnen. Preislich weiß ich nicht, wo wir... Na, das ist ja gar nicht der Strickhoodi, das ist was anderes. Soran, ich wollte den Strickhoodi haben. Aber ich sage auch nicht nein zu diesem Zip-Up-Strick. Oha, sehr hochwertig gemacht. Auch dieser Strick oben beim Kragen, sehr engmaschig gemacht. Fühlt sich richtig gut an. Boah, aber super kuschelig. Und schaut schön aus. Ich komme, jetzt fehlt nur mehr, dass ich in so einer Pistenraupe sitze und aufpasse, dass man kein Skifahrer vor einem Pistenpulli fährt. So komme ich mir ein bisschen vor. Geil, sehr kuschelig. Schlicht mit dem Vessage-Stitching dazu. Sehr, sehr geiler Zipper. Ich werde ihn aber jetzt wieder ausziehen, weil mir sehr heiß ist. Wie man sieht, ich schwitze wie eine Sau. So, und wir kommen zum letzten Pieces von einem Designer, der aktuell sehr umstritten ist. Wir packen es mal aus. Richtig, es handelt sich um Ye. Hier haben wir das Shirt. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist natürlich typisch Kanye West, sehr oversized. Bezahlt habe ich dafür, ich glaube 240 oder so. Vom Stoff her, ja, ganz in Ordnung. Ich merke schon, das Printing ist so ein 3D-Printing und wir haben hier vorne einfach nur ein Streichholz mit so überdimensionalen Ärmeln. Ich werde das mal ganz kurz für euch anziehen. Ja, was, Alter? Ich komme vor, als hätte ich ein Nachthemd an. Ich schaue selber aus wie eine Kerze. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß. Aber wenn man die Ärmel einfach raufstrickt, so dass man den Bizeps sehen kann, dann passt es eh wieder. Oder ich schneide es einfach. Das mit den Ärmeln war ein Scherz. Aber imagine, ich würde es einfach abschneiden und so einen Tanktop draus machen. Imagine, das wäre so abgeschnitten. Das wäre, ja, nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich weiß nicht, was ich von dem Shirt halten soll. Ich überlege mir das noch. Die Sneaker werden wir auf alle Fälle behalten. Okay. Ja, Freunde, damit sind wir am Ende vom Unboxing. Nicht vergessen, 4. November, 19 Uhr, der offizielle Release von mmvienna.com. Insomnia. Die Kollektion wird natürlich noch vorgestellt nächste Woche Mittwoch. Also bleibt auf alle Fälle dran. Holt euch euer Piece. Seid diesmal schnell. Der Pre-Drop war ziemlich ausgelastet. Wir hatten noch nie so viele Bestellungen im Pre-Drop. Vielen lieben Dank an der Stelle für alle, die vorbestellt haben. Ihr haltet die Pieces natürlich noch vor Release. In diesem Sinne, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Das war's von mir, euer Maximilian.